Dresden geht in der 77. Minute mit 1-0 in Führung, von rechts die Flanke und dann war es Zimmerschied per Kopf aus kurzer Distanz. 0:1 in der 78. Minute, nicht unverdient für die Dynamos, die sich das in der ersten Halbzeit eher verdient haben als in der zweiten. Arminia hinten konnte die Flanke nicht verhindern, wieder von der rechten Seite, von der Oppi-Seite sozusagen. Und dann stand Zimmerschied auch relativ frei und netzt ein zum 0:1. Jetzt wird es natürlich besonders schwer, nochmal zurückzukommen aus Bielefelder Sicht.